So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play. Eine neue Runde Bausimulator 2015. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen mit den Aufträgen nochmal befasst, was wir jetzt alles so für Aufträge da hätten. Wir haben hier ein Apartment-Hochhaus. Da haben wir allerdings eine Betonpumpe bei, denn ich habe mir mal die Aufgaben durchgeguckt. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Kann natürlich nur im Erdgeschoss sein. Fängt man ja normalerweise an. Aber hier steht nochmal, gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Baggere den markierten Bereich aus. Kanalmodule, Fertigwand. Oh, Fertigwand, das könnte interessant werden. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Auftrag einfach mal an. Und dann würde ich fast sagen, da kann man doch jetzt auch irgendwie hin vorher. Moment, schließen. So ging das. Das ist dann Baustelle Nummer 2. Ja, ich möchte da bitte hinfahren. Einmal mit dem Taxi. So. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, sehr geil. Wir haben keine Kranmöglichkeit hier, oder? Ne. Aber was für vorbereitete Elemente. Ach, hier oben drauf. Wir haben noch gar keine Betonpumpe. Das ist jetzt aber, das ist aber Kacke von dem Game, dass er. Wir haben weder die Möglichkeit, einen Kran hinzustellen, noch haben wir die Möglichkeit. Da hinten! Alles klar, Herr Kommissar, ich weiß Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen hier einmal drumherum. Weil das Ding da hinten habe ich gar nicht gesehen, also das hier. So, was das genau ist, wisst ihr, glaube ich, noch aus alten Folgen. Ich glaube, das hatte ich mal gezeigt. Bin da jetzt aber nicht ganz sicher. Wir gehen hier hin. Genau, wir beauftragen einmal den Turmdrehkran für 3000 herliefern zu lassen. So, jetzt haben wir den Turmdrehkran hier. Jetzt, als nächstes müssen wir einmal ins Fahrzeug. Betonmischer. Wir haben 97% Beton da drin. Das ist okay, da kann ich mit leben. So, das ist aber noch nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen mehr. Das müssen wir uns nochmal mit dem Pritschenwagen ranholen. Aber das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Immer mit der Ruhe. So, hier mal um die Ecke rum. Und dann einmal auf den Verkehr geachtet. Selbstverständlich achten wir auf den Verkehr. Blinker haben wir natürlich auch gesetzt. Wenn auch ein bisschen später. Aber wir haben ihn gesetzt. So, hier wird das gerade grün. Das ist auch gut. Grüne Welle und so weiter. Besser als so eine Rotwelle, wie jetzt schon wieder. Na gut, bleiben wir halt mal stehen. So, mach grün. Mach grün. Jetzt. Ja, komm, bei Gelb kann man losfahren. Bei Gelb, das ist vollkommen okay. Das ist legitim, würde ich fast sagen. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Das macht aber gerade nichts, weil wir müssen erstmal unsere Aufträge fertig machen, die wir schon angefangen haben. Mir ist aber eins aufgefallen, auch in der Sichtung der anderen Folgen, dass, die Geschwindigkeit irgendwie, es ist so, dass man nicht mehr so schnell 80, 90 Klamotten in der Stadt erreicht. Das ist mir so aufgefallen. Denn beim letzten Mal bin ich ja doch sehr unkonzentriert gefahren und größtenteils ja eigentlich gedacht viel zu schnell, aber so arg zu schnell war ich gar nicht. Finde ich ja gut. Ah ne, hier noch nicht. Hier vorne. Ich könnte ja auch auf mein Pad umwechseln, aber ich habe das Spiel schon mit Pad versucht und oh ne. Nee. Das ist nicht ganz so mein Fall. Dann eher mit Maus und Tastatur. Ich meine, man könnte mal gucken. Vielleicht mache ich das mal zur nächsten Folge, dass man vielleicht einen Mix aus beidem versucht. Sprich aus Pad und aus Tastatur. Also fahren, also so ETS-like, obwohl ETS. Wo habe ich das denn gemacht? Fahren mit dem Pad, achso, GTA 5, genau. Das habe ich aber mehr offscreen gemacht, beziehungsweise habe ich nur offscreen gemacht. Fahren mit dem Pad und laufen unseren ganzen Cocolores halt mit der Tastatur. Könnte man drüber nachdenken, ob man das hier gegebenenfalls auch mal macht. Ich weiß es noch nicht. So, uiuiui. Was bleibt der denn hier auf einmal stehen?
So, dann machen wir hier mal eine kleine Vollbremsung. So mehr oder weniger. Halbwegs. So, mach grün. Die Ampelphasen, die dauern mir hier teilweise echt viel zu lange. Komm schon. Freie Fahrt für freie Bürger. Ich behaupte, ich bin ein freier Bürger. So, jetzt hier. Aber auf Hupe gekloppt, damit er auch losfährt. Ne? So im GTA-Style. In einem GTA-Style wäre denn ja, drückst auf die Hupe und die Fahrzeuge werden halt immer schneller. Fährst hupend hinterher, die Leute fangen an zu sprinten, die Fahrzeuge fahren immer schneller. Ich find's köstlich. Ich amüsiere mich da mal königlich. So, links, rechts, alles vorbei. Alles frei, wollte ich so. Hups. Doch nicht ganz alles frei. Wo kam der denn plötzlich her? Den habe ich jetzt ja irgendwie gar nicht gesehen oder so überhaupt auf dem Zettel gehabt. Nun gut. Ja, wir sind fast da. Was wird das hier, wenn das fertig ist? Hallo? Hallo? Boah. Abschnitt abgeschlossen. Ja, der andere ist natürlich jetzt etwas schneller als wir. Der hat auch etwas früher angefangen. Was macht denn der hier? Bist du Panzer oder was? Oh, komm schon, Leute. Ja, fahrt mal zu da, ihr Affen. Geht doch. Also, warum nicht gleich so? So. Wir sind so halbwegs schon mal angekommen. Wie gesagt, halbwegs. Guck mal, da nebenan ist auch gleich die andere Baustelle. Ach, das ist ja geckig. Das ist ja jetzt, cool. Wir müssen erstmal unseren guten Dominik losschicken. So, Feuer frei, mein Jung. Und selber müssen wir einmal in ein Fahrzeug meiner Wahl, unserer Wahl, einsteigen. Pritschenwagen mit Kran, nämlich. Und damit müssen wir einmal zum Betonhändler fahren. So, wir haben nichts drauf, können wir auch die Lichter ausmachen. Also oben die Rundumleuchte. Wir eiern einmal zum Dingens halt. Wie heißt der Vogel? Baustoffhändler müsste das sein. So, einmal, ne, wir haben links, rechts geguckt. So, das Ganze machen wir jetzt mal hier bei Gelb schnell mal rüber. Also wenn ich so einen Rückspiegel dann gucke, ne, dann denke ich so, ja, das ist aber knappe Nummer hier. Okay, mit dem kriegt man doch tatsächlich zügiger Speed, ja, Speed drauf. Bisschen schneller, als man eigentlich möchte, würde ich fast sagen. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, hin. Ja, wir werden das gleich sehen, ob das hier ist, ob das hier richtig ist. Ansonsten, weiß ich auch nicht genau. So, einmal ansprechen. Ausrüstung, großer Generator, Container. Kranbetonkübel, einmal einkaufen. So. Die Frage, die sich mir jedes Mal stellt, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir den für immer haben. Weil viel habe ich, ich habe ja ein bisschen was offscreen mit dem ganzen Kram gemacht im Vorfeld. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal? Ich bin jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall keine Ahnung, ob wir den für immer haben oder ob wir den jetzt nur geleased haben für 1000. Kein Plan. Wir lassen uns überraschen, würde ich mal einfach sagen. Wir lassen uns überraschen, was passiert mit der Gerät. Wow. Wird auch noch ein bisschen lauter in meine Ohren hier. So, anhaken. Einmal rundherum. So. Bisschen mittig das Ganze. So. Und abgesetzt. Zack. Einmal zurückgesetzt. Hallo, jetzt. Einmal die Stützen einfahren. Die guten Stützen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach folgendes. Abschnitt abgeschlossen. Mann, der ist aber fix, der Junge. Was jetzt? Okay, ich weiß nicht, ob er jetzt einen Cut gesetzt hat oder nicht. Kann ich jetzt schwer sagen, aber da stand gerade, das Spiel reagiert nicht. Möchtest du es beenden? Nein, möchte ich nicht. Möchte weitermachen. Was ist denn los, Alter? So, wir eiern zur Baustelle. Das schauen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Also, das ist Wahnsinn, ne? Die Folgen, also eine Folge meistens so erstmal irgendwie nur einen halben Abschnitt und so weiter. Aber was soll ich denn machen? Ich meine, ich könnte natürlich hier mit Vollgas um die Ecke fahren. Nur dann würde ich wahrscheinlich die Leute verlieren. Also die
Zuschauer heißt das Zauberwort Trivolo, Zuschauer. Dann würde ich wahrscheinlich die Zuschauer verlieren, die einen Simulator gucken wollen, weil Simulator. Weil man halt doch das Ganze so ein bisschen ernsthaft spielt. Würde aber die Leute dazu gewinnen, die das lustig finden, wenn so ein LKW quer durch die Valla Pampa fliegt. Ist die Frage, welche Zuschauer die besseren Zuschauer sind. Da ich nicht übertrieben spiele, 1 plus 1 macht 2. So, rechts herum. Und dann sind wir auch schon fast wieder da. Aber nur fast. Erstmal müssen wir noch über vor drei roten Ampeln warten. Und die Folge vorher, da hat es auch schon wieder fast hinter sich. Ach, du ahnst das nicht. Mensch, das läuft ja, ey. Einmal am Wochenende sich eine Stunde hinsetzen. Hätte ich das vorher geahnt, Alter. Hätte ich auch öfter machen können. Na ja, gut, ich musste erstmal Division zocken und Prüfungen und dit und dat. Und ich habe gerade festgestellt, ich bin auf der falschen Spur gefahren. Sehr geil. Habe ich vorhin schon gemacht, ich glaube schon. So, links herum. Ui. Sag mal, ist das eigentlich... Links herum stimmt gar nicht. Nächste. So. Gleich auf der Hupe. Ist gelb, ihr könnt fahren. Erlaube ich euch. Aber ich finde das immer noch cool, hier so, ne, so, dass man die Autos, obwohl kein Name dran steht, man erkennt halt, dass das irgendwie so Volkswagen ist. Oder auch so Kia und sowas. Man erkennt es halt. Das finde ich ist ganz geil an dem Game. So, hier dürfen wir 30 fahren. Wer fährt denn schon 30 in der 30-Zone? Das macht ja gar keinen Sinn. Wer macht sowas? Also ich nicht. Ah, bisschen die Geschwindigkeit korrigieren. Komm, hier. Fahren wir ruhig 60. Wir wollen ja auch mal irgendwann ankommen, oder nicht? Simulator oder Simulation hin oder her. Aber wir wollen ja auch mal irgendwann fertig werden. Wir essen ja auch mal rechtzeitig, oder nicht? Ich glaube schon. Alter, wie lange wir jetzt hier für diesen Krippekram schon wieder gebraucht haben. Viertelstunde, Alter, den ganzen Mist hinzubringen und so. Oh. So, hier schnell mal rum um eine Kurve. Ums Körfchen. Das ist sowieso alles bescheuert hoch 10, ey. Weil ich weiß, was jetzt alles so passiert. So, als erstes mal natürlich die Ladung abnehmen. Dann müssen wir jetzt zu dem Kran. Das ist so bekloppt eigentlich. Einmal rinnen in den Kran. So, und das ist jetzt ein bisschen tricky. Hakenkamera. Also ich bin ewig nicht mehr... Ich bin halt ewig nicht mehr mit sowas gefahren oder sonstig. Ah, so geht er. Also dieses Gerät habe ich wirklich lange nicht verwendet. Ne, so geht er runter, so geht er vor. Okay. Gott! Ich weiß, der kann mir da auch nicht helfen. Vielleicht sollte ich lieber mal den großen Liebherr kaufen. Vielleicht ist der etwas schneller. Pass auf, und jetzt... Ich lach mich schlapp. Eigentlich ist das gar nicht zum Lachen. Scheiß hier. Jetzt komme ich hier nicht weg, wa? Doch, komm ich. Ah, wieder zurück zur Baustelle. So ein Quatsch, Alter. Ah, komm schon, Freddy. Voll ausgefahren. Reicht nicht. Komm nicht ran. Fahren wir halt ein bisschen vor. Meine Liebe, Busproblem. So, komm mal her, hier, zack. Bis hierhin einfach mal vorfahren. Ah, es reicht. Den setzen wir dann auch nochmal schnell so ein bisschen um. Wegen die Sicherheit. Den fahren wir einfach, genau. Den fahren wir einfach hier hin. Weil ich muss ja sowieso gleich immer rein, raus, rauf, runter. Also von daher ist es ja eigentlich egal. Warte mal, hat mein Mitarbeiter jetzt eigentlich was zu tun? Hat er ja nicht. Hat er aber jetzt. Ja gut. Hallo? Also so wie da nebenan, so soll es denn hier mal in einer Stunde, zwei Stunden auch mal aussehen. Ich hoffe es. Ja denn, fahr mal. Fahr mal so. Fahr mal wie? Na, fahr mal so.
weit denn noch? So, Last anhaken. Die olle Betonbombe hätten wir damit. Jetzt muss ich nur noch... Oh. Ich glaube, ich bin viel zu schnell damit. Kann das sein? Ein bisschen einfahren? Ja, ich hab's gehört. Die Folge hat's hinter sich. Warte mal. Reinfahren, einfahren, einfahren, einfahren. Non-Stick, non-Stick. Keine Ahnung, ob das reichen wird. Ob das reichen wird oder nicht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, bleib mal gewogen, bleib mal treu. Haut rein und tschüss.